Willkommen zurück zu Let's Play Beyond Good and Evil. Auch damit muss es mal wieder weitergehen. Auch wenn ich immer noch nicht die geringste Ahnung habe, was ich machen soll. Da Beyond Good and Evil eins von diesen wunderbaren Spielen ist, das dir einen Scheißdreck sagt, was du zu tun hast. Und ja. Ja, Sir! Okay. Offensichtlich muss ich hier rein, denke ich mal. Zerstören. Zerstören und zerstören und zerstören. Oder auch nicht. Das Problem eines solchen Spiels kann sein, das Layout der Karten. Und das ist gerade hier das Problem. Ich habe nicht den geringsten verdammten Plan, wo ich lang muss, wo ich hin muss. Und es wird auch irgendwie nirgendwo erwähnt. Könntest du die Haupthalle finden? Es ergibt drei perfekte Beobachtungspunkte. Wir müssen einen Weg zu den anderen beiden finden. Irgendwie. Ja, irgendwie. So, Steroide-Klops, du kommst doch da bestimmt irgendwie durch. Also in Etage 3 müssen wir nicht hin. Wir müssen offensichtlich nach Etage 2 irgendwie. Hab keinen Plan. Es wäre echt schön, wenn mir dieses Spiel sagen würde, wo ich hin muss. Das ist, ich muss ganz ehrlich sagen, das ist sehr störend. Das macht das Spiel zu einem gewissen Maß nicht spielbar. Ja, super. Genau. Es hätte besser laufen müssen. Jetzt bin ich da reingefahren. Und ich habe keine Möglichkeit zu reparieren. Mal sehen. Ich bin jetzt hier im Außengraben. Dieses... Oh mein Gott. Dieses Layout ist für den Arsch. Muss ich hier hin? Wie? Ubisoft-Spiele hatten in diesem Zeitraum anscheinend so die Tendenz, schlecht zu sein. Ja, ich hab's gerade gesagt. Das sind ärgerliche Dinge, die so nicht sein müssen. Die so nicht sein dürften. Es darf ja nicht, oder es kann ja nicht sein, dass ein Spiel, sag ich mal, so dermaßen konfus ist, dass man nicht weiß, wo man hinfährt. Will er mich jetzt verarschen? Rechts rein. Kommt man vielleicht vom Überwachungsraum dahin? Vermutlich. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Andocken. Geh ich mal gucken. Vielleicht habe ich ja Glück und das Spiel wirft mir einen Knochen zu. Hm.
Nein, tut es nicht. Aber dann muss ich wohl hier vorne hin. Hier, du Scheißwurm. Das ist dafür, weil du mich das eine Mal damals gebissen hast. So schnell vergesse ich das nicht. Genau, hier. In irgendeiner Form muss ich hier... Ah, genau, jetzt habe ich ja den Steroideklops dabei. Okay, vielleicht komme ich jetzt tatsächlich weiter. Nicht bewegen, Miss Jade. Keine Sorge, die Kiste ist schwer genug, die kriege ich nicht wegbewegt. Danke, danke, habe ich gesagt. Zack. Zack. So. Okay. Reparaturkits. Einstecken. Eine Energiezeige fürs Fahrzeugmeer. Da ist ein Weg, da oben. Das hast du ja schön gemerkt, Einstein. Da ist ein Weg, da oben. Doch wie wir da hochkommen, das sage ich dir nicht. Und schon haben wir nämlich das Problem. Wie komme ich an dieser verdammten Leitung vorbei? Mein Gott, dieses Spiel gibt einem kein bisschen Hilfe. Null. Hier nichts. Moment, vielleicht kann man ja hier die Tür irgendwie aufschießen. Nein. Ventilator. Ventilator. Also muss ich von draußen da dran? Oder was wollen die mir damit sagen? Moment. Da oben. Irgendwie muss ich da hochklettern. Hier vielleicht? Oh, yo, es funktioniert tatsächlich. Fuck yeah. Hier komme ich nicht durch. Ich decke ihren Rücken, Miss Jade. Du kommst nie irgendwo durch, mein Freund. Dafür bist du ja auch der Tank. Ah! Jetzt verstehe ich's. Es leuchtet ein. Und hopp. So mag ich das. So mag ich das. Das heißt, wir haben jetzt gleich den Eingang frei und ich komme endlich weiter. Oh mein Gott. Ah, okay. In the Beppe. Ah, okay, ich sehe schon, wie ich kämpfen muss. Nicht so. Steroide, Mann. Der Weg ist frei. Du kannst hier reinkommen. Überwachungsraum. Gut. Führt kein Weg hindurch, geht man drumrum. Carson und Peters, Band 4. Bravo. Der Carson und Peters ist doof. Der hat überhaupt keine Ahnung, was der da labert. Besser wäre gewesen, wenn man sagt, was nicht passt, wird passend gemacht oder so. Oder es gibt immer einen Weg rein oder weiß ich nicht was. Irgendwas anderes außer... Ja, findet man keinen Weg rein, dann geht man drumrum. No shit, Sherlock. Okay. Das ist seltsam. Ich gehe. Eindringling. Oh oh. Eindringling. Check. Okay.
Greif ihn an! Was hast du gewartet, verdammt? Was ist das? Konntest du... Heilung kann ich ihm selber nicht geben. Ich habe selber nichts mehr. Und selbst wenn, würde ich, glaube ich, nicht dazu tendieren, einem Charakter, der ziemlich blöd ist, meine Heilung zu geben. Komm rein. Wir fahren eine Runde. Zentralhalle. Heilung. Kaufen, kaufen. Kontoidentifizierung. Okay. Ist das stellt die dasselbe, finde ich, wie bei, das ist dasselbe Phänomen, finde ich, immer wie in Borderlands. Ah. Verdammt. Klasse. Ich fahre ein Backup. Super, 500. Das hat es jetzt nicht wirklich gebracht. In Borderlands, dass immer diese Automaten unten überall in den ganzen Dungeons und Höhlen sind, obwohl es sich überhaupt nicht wirklich lohnen würde. Eindringlinge, Zerstörungsprozedur. Warte auf Befehle, Mistgame. Warte auf Befehle, greif einfach an, du Idiot. Das war gut, aber hat das hier nicht zerstört, also komme ich nicht an die Perle dran. Was haben wir denn da? Gute Arbeit, Jade. Dreieckiger Schlüssel. Ah, man kann doch mal neue Gegner rufen. Mein Freund, du könntest ruhig angreifen. Sie kommen uns mit Razzle-Dazzle. Und nun können wir uns die Perle schnappen, sobald ich hier fertig bin. Bam. Und schon wird diese Perle mein sein. Von der Alpha-Abteilung zurückgeholt. Okay, Leute. An dieser Stelle werden wir diesen Part erstmal beenden. Wir machen endlich wieder Fortschritt. Beyond Good and Evil geht weiter. Denn so leicht wird kein Spiel einfach beendet. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ansonsten sehen wir uns hoffentlich im nächsten Part wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich freue mich über jegliche Unterstützung. Bis dann.